Heute sind wir mal in Weigesheim, Tauberländer Dorfmuseum. Kommen wir mal rein, Freunde. Steingefäße. Porzellan, alte Schuhe, kleine Spielecke von früher von den Kindern. Schöne alte Kich. Voll der krumme Boden. Aber so war das früher. Nähmaschine. Baustube 1900, Jahrhundert. Hey, so einen Stuhl habe ich auch noch daheim. Ja, da war das Leben einfach gestrickt, Freunde. Der alte gute Lokusstuhl in ihrer alten Baustube. Schöne Trachten. Und auch schöne alte Schränke, Kommoden. Hier wieder was dabei. Wir waren früher kleiner, gab es auch kleinere Betten, noch ein paar Trachten. Ah, Konfirmations, evangelische. Ziegeln, handgemachte Ziegeln. Holzbearbeitungsmaschinen sozusagen. Ganz einfach war früher das Leben. Stühle in allen Formen. Bisschen kirchliche Sachen. Das Museum ist in Weigesheim. Kann jeder kommen und besuchen, der mal persönlich hier sein will. Spinnerädchen. Ein Webstuhl von damals. Ja. Schöne alte Säcke. Und noch mehr Gewänder. Mehltruhe, was zum Wiegen, Säge, Töpfe, zum Butter machen war dieses Ding, hat man Butter draus gemacht, damit hat man Butter gemacht. Krüge aus Ton,
Schön gebrannt auch sein, habe ich auch noch. Hat man Sauerkraut reingelegt. Das ist auch der Krauthobel daneben. Ja. Machen wir die Wand. Hier bin ich, nicht vergessen, neigen. Jetzt gehen wir mal einen Stock höher. Alles urig. Das sind alte von Öfen, solche Türchen von Öfen sind das. Gussöfen. Wurde früher alles schön gemacht, auch ein Ofen war. Schön anzusehen. Kartoffelpresse für Trauben, die Maische, ein Kessel und eine Schütte zum Wiegen. Ja, das war ein hartes Leben früher, Freunde. Für die Ochsen oder für die Rinder. Eine Wiegepresse, eine alte. Geschirr für die Kühe und für die Ochsen. Alte Nähmaschine. Ah, solche Ketten kenne ich auch noch aus meiner Jugend. Von der Rindviecher. Das war der Korb von der Kuh, dass sie nicht frisst, wenn sie im Maisfeld geackert haben mit ihr. Werkzeuge in allen Formen, manche kenne ich, manche nicht. Das ist ein Ochse. Man sieht es am Schnippschnapp. Alte Holzflüge. Eiche. Alles für die Landwirtschaft sozusagen. Ne? Hier die verschiedenen Getreidesorten und auch hier zum Säen. Sensen zum Getreideernten. Dengelstock. Das ist ein Dengelstock zum Sensen schärfen oder Dengle. Werde ich auch mal ein Video davon machen. Das ist eine Putzmühle zum Reinigen von Getreide. Die Siebe dazu. Rechen. Kauzmann, Hambrecht Kauzmann. Wendeschaufel. Ja, früher war Getreidearbeit schon eine Arbeit, ne? Da war schon was zu tun. Heute ist es alles ein bisschen einfacher, Freunde. Hat man durchgezogen. Die Gerste, der Weizen, der Dinkel, den Hafer. Dazu die Körbe und die Säcke zum Transportieren. Nähmaschinen zu den Säcke. Nähen und reparieren und flicken. Sackkarren. Und hier die ganzen Werkzeuge, wie früher benutzt worden sind. Ein paar Decken für die Pferde. Und das Spannzeug. Und warum hatten die Pferde auch Glocken? Dass man sie immer weiß, wo sie sind. Jede Glocke hat ein bisschen anderen Klang. Dann wusste der Bauer, wo seine Tiere sich gerade befinden. Das ist für Leder. Bearbeiten. Oh, jetzt regnet es auch noch. Draußen regnet es.
Ich habe meine Jacke im Auto gelassen. Verdammt. So, hier kommen die Rubrik Most und Wein und Schnaps Gefäße, Aufspresse, Butten, Karren, Schnapskrug und eine Presse von 1814. Das ist der Weinbau im Taubertal. Da bin ich daheim. So, eine kleine Stube mit ein paar Musikinstrumente. Verschiedene Weinberge. Eine Waschküche, sage ich mal so, oder Kessel und die Mängel, Dinge drin sind, wo das durchgemängelt worden sind. Ja, früher hat man auch noch schöne Mauern in den Weinbergen gehabt. Ist heute auch nicht mehr alles so mit diesen ganzen aufgesetzten Mauern. Eine Nähstube auf der rechten Seite. Kleines Öffle. Und jetzt sind wir in der Rubrik Schuster. Gab es früher in jedem Dorf ein Dorfschuster sozusagen. Ein Dorfschuster, ja. Die gab es überall, die Dorfschuster. Ist auch fast alle ausgestorben. Die alten Schuster sowieso. Heute gibt es in manchen Malls halt noch ein paar Schuster, aber die reparieren halt auch nicht mehr so, sondern mehr Schlüssel nachmachen und so Zeug. Da waren noch ein paar Werkzeuge für ein Wiesenarbeit und Weinbergarbeit, Weinbau. Die Weinbergbauer haben auch die ganzen Mauern repariert früher in ihren Weinbergen. Noch ein altes Weinfass zum Zumachen von den Fässern, eine Weinpumpe, Filter, ein Riesenfilter zum Maische machen. Und hier ist die Rubrik Schnapsbrennerei. Da geht jedem ein Herz auf. Schnaps brennen. In diesem Sinne, meine Freunde, nicht vergessen, liken, abonnieren, euer Matze. Ciao, ciao, ich hoffe, man sieht mich. Bis die Tage.